Sag mal, stopp ruhig ein bisschen hier. Ich bin noch nicht so gut wie jetzt. So. Sind wir vollzählig? Können wir mal durchzählen? 300 brauchen wir, dann starten wir hoch. Könnte hinkommen, oder? So rein optisch. Ihr seht verdammt gut aus. Vor allem die hier mit Kostüm anlaufen. Also euch drei hier vorne, das wird richtig geil. Schön hier im, was ist das, Zebra-Einteiler. Das wird schön voll mit Matsche bis in die Hose rein. Genial. So, wir haben hier Iron Man, wir haben hier, was haben wir? Wir haben Zebras da, wir haben Schlaminators. Deadpool, wir haben, ich sehe hier glaube ich auch Ash und seine Pokémon-Kollegen. Habt ihr alle euer Handy dabei? Da draußen sind einige Pokémon zu fangen. Letztens habe ich jemanden gesehen, der ist original mit dem Navi gelaufen. Wenn möglich, bitte wenden. Cool, ja. Batman ist auch am Start, also wir sind gut versorgt. Das sieht sehr gut aus. Haben wir irgendwelche Teams hier? Okay, wunderbar. Habt ihr auch sowas wie einen Schlachtruf? Wenn ihr einen habt, dann euren Schlachtruf jetzt auf 3. 1, 2, 3. Okay, war ganz laut. Das ist schon mal gut. So, folgendes. Wenn ihr als Team hier seid, habt ihr euch bestimmt auch ein Team vorbereitet. Also ihr wart laufen zusammen, ihr habt zusammen trainiert. Okay, ihr habt zusammen geschlafen hier wahrscheinlich. So, wer von euch hat gecampt hier? Gab es jemanden, der gecampt, der dann ausgeschlafen hat? Sehr gut, sehr schön. Wunderbar, das hat schon mal gut geklappt. Ihr seid also vorbereitet, ihr seht gut aus. Jetzt gibt es eine einfache Frage an euch. Fühlt ihr euch heute so richtig geil? Gut, ich muss, und ich glaube euch das, dass ihr euch richtig gut fühlt, aber wenn ihr gestern nicht schwimmen konntet, dann werdet ihr heute wahrscheinlich auch nicht schwimmen können. Also seid bitte clever. Dort drüben, kurz vor dem Ziel, ihr habt übrigens dann schon ungefähr 17,5 Kilometer in den Knochen, haben wir eins der letzten Hindernisse, und zwar einen Bach. Der Bach ist sehr, sehr tief. Also wenn ihr nicht schwimmen könnt, dann ist vollkommen egal, wie geil ihr seid. Seid clever und geht da nicht rein. Okay? Lasst die DLRG bitte nur gut aussehen. Okay? Kriegen wir hin. Ansonsten, wenn ihr merkt, okay, das geht nicht, einfach an der Seite vorbei. Wenn ihr einen Herzschrittmacher tragt, toll, dass ihr hier seid, freue ich mich. Aber Elektroschock-Therapie mit 10.000 Volt kurz vor dem Ziel sollte nicht das letzte Hindernis für euch sein. Okay? Wenn ihr Piercings an gewissen Stellen tragt, viel Spaß. Okay? Wunderbar. Wer von euch freut sich denn auf so Hindernisse wie Arctic Animal mit 4 Grad Wassertemperatur? Wer freut sich auf Block Ness? Wer freut sich auf den Everest? Und wer schafft den Everest komplett alleine? Okay, wir machen einen Deal, Wer den Everest alleine schafft, ohne Hilfe hochzukommen, der hilft den nächsten 10, die es nicht alleine schaffen. Ist das ein Deal? Wunderbar, so machen wir's. Und ich gebe euch einen Tipp mit auf den Weg beim Everest. Ist eins wichtig, niemals aufhören zu laufen und nicht versuchen zu springen. Wenn ihr springt, das Ding ist so hoch, dann macht es genau ein Geräusch. Und wenn euch das, wenn das jemand filmt, ihr werdet garantiert die nächste Woche richtig Spaß mit dem Video haben. Okay? Also seid clever, hört nicht auf zu laufen. Wunderbar, wo sind meine Mannerjungfrauen? Wo sind die Teilnehmer, die heute zum ersten Mal mitmachen? Sauber! Alle meine Mannerjungfrauen bitte einmal runter aufs Knie, das ist nichts Schlimmes. Ein Riesenapplaus, dass ihr heute zum ersten Mal freiwillig hier seid. Bleibt bitte unten, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Alle, die jetzt noch stehen, das sind unsere Legionäre, die tragen mindestens das orangene Headband. Ein Riesenapplaus für unsere Legionäre. Alle, die nur ein orangenes tragen, bitte einmal auch abknien jetzt. Die jetzt noch stehen, die tragen mindestens das Grüne. Wer nur das Grüne hat, darf sich kurz einmal feiern und mit dazusetzen. Ich sehe hier drüben, da wird auch das grüne Headband gerne mal im Bad getragen, wenn er lang genug ist. Wer das Blaue trägt, der feiert sich auch einmal ganz kurz und darf sich jetzt einmal kurz dazu gesellen.
und dich hinsetzen. Ich sehe hier die Dame in der Mitte mit dem Batman-Kostüm tragen, mindestens das Gelbe. Ein Riesenapplaus, alle, die ein Gelbes tragen, dürfen sich auch einmal kurz abknien. Heute in Rosa, wer trägt das Rosane? Hier vorne, kriegst du heute ein Schwarzes? Nächstes Jahr in Arnsberg, da ist schon viel geplant, sehr schön. Ein Riesenapplaus für unsere Rosanen. Und jetzt haben wir noch jemanden hier vorne mit einem schwarzen Überzähler mitgelaufen. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen. Es ist genug Erfahrung an Bord. Einmal kurz abknien. Ihr nehmt jetzt bitte euren linken Arm nach oben. Der ist auf der Seite hier. Genau. Der ist nämlich näher am Herzen. Alles, was ihr machen müsst, ist mir nachbrüllen. Als Tough Mother gelobe ich das. Ich weiß, dass Tough Mother kein Rennen ist, sondern eine Herausforderung. Ich Teamwork und Teamgeist Vorrang vor meiner Streckenzeit gebe. Ich nicht jammern werde. Es ist so geil, wenn dann jemand einen anguckt, immer so. Nicht jammern, alles wird gut. Jammern ist etwas für Kinder. Ich, meinen Mannerkameraden, helfen werde, die Strecke zu bewältigen. Ich alle Ängste überwinden werde. Ja, ich schaffe das. Ja, wir schaffen das. Steht nochmal auf, nehmt euch nochmal den Arm. Habt euch nochmal lieb. So, Mannes, das sind die letzten Sekunden im Trockenen, die letzten Sekunden, in denen ihr noch sauber seid. Deswegen frage ich euch, habt ihr Bock auf 80 Kilometer? Ja. Jede Menge Hindernisse, ja. Und jede Menge Matsch. Ja. Ich sage euch eins, jeder von euch, der kommt dort drüben an im Ziel. Jeder verdient sich sein Headband. Also Mannes, nehmt ihr diese Herausforderung an. Was macht ihr, wenn ihr seht, es kann einer nicht mehr? Den nehmt ihr mit, ist das klar soweit. Jeder kommt dort an. Also Mannes, are you ready? Wer die Schiffte ist, kein Mann. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, und auf geht's, die Straße los ist.